Ein vom Räuber gezeugtes Kind, was heißt das? Es war ein Gefäß für ihn. For the soul, a marauder's soul, same soul, one soul, boy's soul, marauder's soul, raised in lies and vengeance, raised to soldier, raised for the fire, born for the fire. Für die Seele, Plündererseele, dieselbe Seele, eine Knabenseele, Plündererseele, aufgezogen in Lügen und Drachen, aufgezogen zum Soldaten, aufgezogen für das Feuer, geboren für das Feuer. Dann war es seine Mutter, der ich in der Festung begegnet bin. Sie sagte ihm, sein Vater sei von Plünderern getötet worden. You'll get no pity from me. The crimes of the Nine Claws Clan in the last war are still unavenged. But the gods are just. They have led me here. In my father's name, every one of you will burn. Light it. Mehrmals setzt sie mit tiefer Stimme auf. Er spricht zu einem unsichtbaren Etwas. Von mir wirst du kein Mitleid bekommen. Die Verbrechen des neuen Klauen-Clans im letzten Krieg sind immer noch ungerecht. Die Götter aber sind gerecht. Sie haben mich hierher geführt. Im Namen meines Vaters werde ich sie alle, die alle brennen. Er sieht neben sich, als ob jemand in seiner Nähe stünde. Anzünden. Alof sieht den alten Mann erschrocken an. Beim Betrügerischen Bann des Totengräbers. Mehrwald schüttelt den Sacken zusammen. Er schaukelt aufgeregt hin und her. Deine Gegenwart hat er vergessen und er murmelt vor sich hin. Soldier and marauder. Lies and vengeance. And dead villages. All dead. All dead. What for? What for? Soldaten und Plünderer, Lügen und Rache und tote Dörfer, alle tot, alle tot. Er sieht dich an. Und für was? Und für was? Ich weiß es nicht. Deine Seele wird der Verruchtheit anheimfallen. Die einzige Frage ist nun, warum sie die Götter nicht in zwei reißen. Ich sehe keinen Grund, sondern nur Pech. Was auch der Grund ist, ich glaube nicht, dass es uns vorbestimmt war, es zu wissen. Du sprichst in Rätseln, die zu verstehen mir die Geduld fehlt. Nehmen wir mal die vier. How little we know. Erbittert schüttelt er seinen Kopf. Oh, wie wenig wir wissen. Es muss doch einen Weg geben, um diese Erinnerung zu vertreiben. No. Always there. Always remembered. Can't forget. Can't unsee. Nein, immer da, immer in Erinnerung. Kann ich vergessen. Das Geschehen ist nicht ungeschehen zu machen. Ich erinnere mich nicht bloß daran, jemand hat es verursacht. Sie trugen Masken und sprachen von Büchern, Schlüsseln und einer Königin. Es war ein Mann dort. Er schien mir vertraut. Keys of lead. Books of burden, queens that were, known to me are they, the leaden key. Schlüssel aus Blei, Bücher der Bürde, vergangene Königin, mir sind sie als der bleierne Schlüssel bekannt. Der bleierne Schlüssel scheint, als hätten wir einen gemeinsamen Feind, Talisa. Meuchelmörder und Wächterwecker gleichermaßen, sie sind viel beschäftigt. Wer ist diese Königin, die sie anbeten? Utica, Gottes. Crown shattered and body burned. Binder of oaths and grudge holder. Bearer of justice. But whose? Urdika, Göttin, zerschmetterte Krone und verbrannter Körper, Eidbinderin und Grollhegerin, Bannerträgerin der Gerechtigkeit, aber wessen? Was kannst du mir über diesen bleiernen Schlüssel erzählen? Secrets. Secrets and deceptions. And schemes. Who knows their answers? Not they. Not they. Crossed them before. Hatred of watchers. Hatred and fear. Much we see. Threat to secrets. Geheimnisse, Geheimnisse und Täuschungen und Ränke. Wer kennt ihre Antworten? Sie nicht. Sie nicht. Habe sie früher schon verärgert. Hass der Wächter, Hass und Angst. Wir sehen viel bedrohende Geheimnisse. Wenn der bleierne Schlüssel mein Erwecken verursacht hat, könnte er es dann nicht wieder rückgängig machen? Many secrets do they keep. Unawaken? Mayhap. Who else if not they? Mehrmals buschige weiße Augenbrauen ziehen sich leicht nach oben. Er beginnt vor sich hin zu murmeln. Als er endlich spricht, wolltest du gerade schon deine Frage wiederholen. Sie hingen viele Geheimnisse. Unerweckt? Vielleicht. Wer, wenn nicht sie? Weißt du, wo ich den bleiernen Schlüssel finden kann? City of Defiance. Never far from the Queen. Stadt des Trutzes, nie weit von der Königin entfernt.
Ich muss aufbrechen, damit ich nach diesem Mann vom Lernenschlüssel suchen kann. Sleep well. Sleep well. Mehrmals nickt ihr mit verständnisvoller Miene zu. Schlaf gut, schlaf Hold. Gut. Hold! I knew your will die. Your actions were seen. You would sooner betray us to the Adir Land thieves than take orders from me. Bevor du gehen kannst, neigt er seinen Kopf nach vorne. Seine Augen blicken kalt und gefährlich in deine. Seine Stimme wird heiser. Halt, ich kenne deinen Willen, Dai. Deine Taten wurden gesehen. Eher würdest du die Edirland-Diebe betrüben, als Befehle von mir anzunehmen. Ich gehe. Du hast mich mit jemandem aus einem vergangenen Leben verwechselt. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich werde dich besinnungslos schlagen, alter Mann. Immer mit der Ruhe. Ich werde niemanden betrügen. Das soll wahrscheinlich betrügen statt betrüben heißen. Ich würde viele Sachen eher machen, bevor ich Befehl von einem Wahnsinnigen annehme. Immer mit der Ruhe, ich werde niemanden Your betrügen. Your betrayal is for nothing. Your warnings are lost on these foreigners. And their blood will be Galloway's tribute this night. I have asked the elders for the honor of claiming your head as my first trophy. And they have granted it. Beg for the Seeker God to grant you a quick death. Ja, gerade eben hat erst der Soldat gesprochen und jetzt spricht wieder der Plünderer. Dein Betrug ist umsonst. Deine Warnung an diese Fremden sind verschwendet und heute Nacht wird ihr Blut Galloway zum Tribut gereichen. Ich habe die Älteren um die Ehre gebeten, dein Haupt als meine erste Trophäe zu nehmen und sie haben es mir gestattet. Bitte gegen Gott der Suche, dass er dir einen schnellen Tod gewährt. Ja, kleine Windfäulnis. Edair, press vor. Hey. Okay, die Windfäule ist im Weg. Alof, mal brennende Wunden auf ihn. Duelns, göttliches Mal auf ihn. Du ins Heilung. Edair, hau ihn mal um. Okay, das hat du ins umgehauen. Alle auf letztes Geschoss. Okay. Gut, er ist tot. Die Luft in der Burg hat sich verändert. Was dir vorher dick und erstickend erschien, findest du nun atembarer. Als würdest du dich einem Angreifer ergeben. Mehrmals Körper liegt regungslos da. Du kannst spüren, wie seine Seele dort unschlüssig verharrt. Irgendwas an dieser Seele, an diesem Ort ist einzigartig. Es handelt sich um eine für dich fast greifbare Verbindung, die in Jahrzehnten der Anwesenheit und Herrschaft gebildet wurde. Selbst im Tod scheint die Burg ihren früheren Herrn zu erkennen und der frühere Herr erinnert sich an seine Burg. Talisa hat Gesprächspartner der Ruhelosen erhalten. Vor deinem geistigen Auge erscheint dir die Verbindung als aufgefranstes Seil, das gleichzeitig geisterhaft und lebendig ist. Seine ausgefransten Enden winden sich wie Anemonen in den Gezeiten. Und du bemerkst, dass du die Fähigkeit besitzt, ihre Stänge zu kontrollieren. Volle Konzentration vorausgesetzt. Sei reparieren und Meerwald als ewige Wache an diesen Ort binden. Das sei durch Trennen und Meerwald gestatten, aus der Welt zu scheiden. Erschöpfe die Energie des Seils selbst und ziehe das Wissen aus der Verbindung ab. Ich glaube, ihn wegzubringen ist am wohltätigsten, also machen wir das mal. Die Verbindung fliegen Strang für Strang auseinander, wie die überspannten Saiten eines ätherischen Instruments. Als der letzte Strang reißt, verflüssigt sich das Seil und verschwindet aus seinem Bewusstsein. Mehrmals Seele, ein Wirbel aus Unfrieden und Zwietracht schwebt in deiner Nähe. Du aber spürst etwas noch darunter, etwas wie Erleichterung. Seine Seele dringt durch eine der Wände und ist verschwunden. Ja, wir sind sogar stoisch geworden. Und haben Level-Ups.
Nie weit von der Königin entfernt. Ja, das können wir als nächstes gucken. Athletik und Überleben mal. Wobei Athletik und Mechanik würde ich jetzt geben. Was nehmen wir? Flamme der Hingabe. Kann ich zweimal vor Begegnung machen. Kann ich Brandschaden gegen den Gegner machen. Inspirierender Triumph. Passiv. Inspiriert alle Verbündeten in einer Nähe, wenn der Paladin einen Feind niederstreckt, wodurch diese vorübergehend einen Bonus auf Verteidigung erhalten. Eifriger Fokus ist eine Aura, die brauchen wir nicht. Befreiende Ermunterung. Befiehlt einem Verbündeten, all seine Stärke aufzubringen, um bestehende feindliche Effekte vorübergehend zu ignorieren. Aha. Eifriger Sturmangriff ist auch noch eine Aura. Eingeschworener Feind. Markiert einen Feind als Ziel der rechtschaffenen Raserei des Paladins, wodurch dieser einen Bonus auf Genauigkeit und Schaden erhält, bis der Kampf endet oder das Ziel vernichtet ist. Einmal pro Begegnung 20 Schaden und Genauigkeit gegen das markierte Ziel. Ja, das hätte ich gerne. Gut. Idea. Wir haben 9 Punkte. Punkt in Heimlichkeit wäre mal nicht schlecht. Verteidiger wäre gar nicht mal schlecht. Energische Verteidigung. Einmal pro Begegnung. Waffenspezialisierung wäre auch nicht schlecht. Diszipliniertes Bombardement. Beschützerhaltung. Rein ins Getümmel ist ein Charge. Aber ich hätte gerne erst... Genau, Raufbold. 15% mehr Schaden. So, und zu guter Letzt Alof. Ein Punkt in Überleben. Geben wir einen Punkt in Heimlichkeit. So, ein Zauber der dritten, bin jetzt Zauber der dritten Stufe. Abprallende Fluggeschosse. Beschwört 3 Geschosse, die das Ziel durchbohren und auf jeweils 2 zusätzliche Ziele überspringen. Ja, 2 feindliche Sprungziele ist gut. Verlegtes Bild. Geringe Fäule. Verwundbarkeit bloßstellen. Entziehende Berührung. Giftige Parasiten zu Zersetzungsschaden zufügt und seine Lebenskraft in Ausdauer für den Zauberwirker umwandelt. Oh ja, das wäre sogar nicht schlecht. Nehmen wir das und erledigt. So, Kanna hat was zu sagen. He couldn't contend with all that he knew of himself. A cruel fate. Armer Werwald, er konnte nicht mit allem zufrieden sein, das er über sich wusste. Ein grausames Schicksal. Es könnte auch mein Schicksal sein. Er war schwach, ich werde nicht auf dieselbe Art enden. Ich glaube nicht, dass das Problem im Wissen lag. Er sagte, würde ich den Grund herausfinden, könnte mir das weiterhelfen. Vielleicht ist es besser, manchen Dingen gegenüber ignorant zu bleiben. Mach dir um ihn keine Gedanken, lass uns gehen. Nehmen wir mal die 3. Das ist wahr. Und meiner Erfahrung nach kann man gar nicht zu viel wissen. Kanna lächelt. Komm, wir werden deine Antworten finden. Und ich meine... Und meine auch, hoffe ich. Gut. I'm here. Kupfers geht. Eine Urflamme und Urwind. Und Meerwalds Zauberbuch. Yes? Not sure how I feel about this. Hope that helps. Goldduck.
Not sure how I feel about this. Hope that helps. Kupferstücke. Auf dem Tisch liegt ein abgenutztes Buch voll mit widersinnigem Gekritzel. Über diese halb gegessene Frucht hängt der übel erregende süßliche Duft des Verfalls. Gut, dann Quicksave machen und wir rasten hier nochmal. You cannot wait that older said? I don't want to discuss it. Hast du gehört, was der Alte gesagt hat? Das möchte ich nicht besprechen. So, gut ausgeruht. Keep an eye out. Können wir uns jetzt an die hier machen?